Raiffeisen bildet seit Jahrzehnten Lehrlinge aus. Und das mit Erfolg. Somit kann man dem Fachkräftemangel, der in den letzten Jahren entstanden ist, entgegenwirken. Die Lehre hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns im Haus. Karriere mit Lehre, sagen wir immer. Und in den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, viele wertvolle Mitarbeiter aus der Lehre heraus zu guten Fachberaterinnen und Fachberatern zu entwickeln. Die Lehre als solche ist ja durch den Lehrberuf, durch die Schule eigentlich vorgegeben. Dann gibt es einen Abschluss, hoffentlich mit guter Bewertung. Das war bei uns jetzt nicht mehr der Fall. Und dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, für das Haus regional weiterentwickelt zu guten Fachberatern. Wir besuchen zwei dieser künftigen Fachberaterinnen in den Filialen. Mir taugt es selber voll, dass ich mit den Kunden dann reden kann, mich mit ihnen unterhalten kann, ihnen helfen kann. Und ich bin jetzt beim Einkaufen auch schon mal darauf angeredet worden, ob ich die bin, die was auf der Reihe arbeitet. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, und das hat mich auch voll gefreut. Und eben, dass wir auch noch so voll viele Chancen zur Weiterbildung haben nach der Lehre. Es ist voll das familiäre Umfeld. Also wie ich angefangen habe, habe ich mich nicht irgendwie so gefühlt, wie ich bin nur der Lehrling, sondern ich bin gleich voll aufgenommen worden und mir hat jeder akzeptiert. Raffaela hat ihre Lehre als Bankkauffrau mit Auszeichnung abgeschlossen. Somit steht einer Karriere bei Raiffeisen eigentlich nichts mehr im Wege. Natürlich möchte ich auch bei der Karriereleiter ein wenig weiter aufkommen und mache jetzt dann auch die Beraterausbildung für Privatkunden, dass ich einfach mein Können und Wissen an unsere Kunden bestmöglich weitergeben kann und einfach unsere Kunden gut beraten kann. Das ist mir einfach sehr wichtig. Und wenn es mit einer Lehre nicht getan ist, kann man noch den Weg der dualen Akademie einschlagen. Mit der dualen Akademie hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich vor knapp 2 Jahren ein neues Ausbildungsangebot auf den Markt gebracht, das nachgefragte Berufsbilder absolut zeitgemäß vermittelt. Vom Einzelhandel und Großhandel über die Mechatronik oder IT bis hin zum Betriebslogistiker und zum Bankenbereich stehen inzwischen insgesamt 13 unterschiedliche Berufe zur Auswahl.